Ihrer Meinung nach ausschlaggebend, dass wir diese Spaltung jetzt so stark spüren? Also ich würde gerne mal einhaken wollen, dass ich den Begriff irrational nicht stehen lassen möchte für diejenigen, die man jetzt als Impfgegner bezeichnet. Ja, ich würde auch nochmal sagen, man müsste nochmal definieren, was eigentlich eine Impfung ist, welche Art der Impfung, wie häufig und so weiter. Das sind ja auch definitorische Sachen, das ist ja bei dieser Impfung gar nicht geklärt. Aber wenn ich keinen Spinat mag, bin ich kein Spinatgegner, sondern dann mag ich keinen Spinat. Ja, das, also auch der Begriff Impfgegner ist ja schon ein Framing, das problematisch ist. Was ich mit irrational meine, ist, dass wir vor einer Woche eine Studie vom MIT hatten, also Massachusetts Institute of Technologies, die sehr genau die Tweets von den sogenannten Impfgegnern analysiert haben und die zu dem Schluss gekommen sind, dass die Impfgegner, die sogenannten Impfgegner, eigentlich die besser informierten Leute sind, ja, die sich ganz genau angucken, was macht der Impfstoff, was kann der Impfstoff, was kann er nicht, was sind vielleicht die Schädigungen. Und vor diesem Hintergrund zu sagen, dass die Leute, die sagen, wir sind jetzt gegen eine Impfpflicht, dass die irrational sind oder wir, wie ihr Titelbild insinuiert, das würde ich zurückweisen. Und das ist ganz wichtig, ja, also wenn wir sagen, und das sagen, belegen alle Zahlen, dass wir eine, von wegen Spaltung der Gesellschaft, wir haben eine Gemengelage, in der sich ungefähr 70-30 gegenüberstehen. 70 befürworten die Impfpflicht, 30 tun es nicht. Von diesen 70% haben sich aber ungefähr 40 impfen lassen, nicht wegen Corona, sondern weil sie ihre Freiheit zurück wollten, weil das jetzt eben einfach so gemacht wird und weil man das jetzt so tut. Das heißt, wir haben aus der Menge der 70 eigentlich nur 30, die überzeugt sind, 40, die das jetzt gemacht haben aus Konformitätsdruck und weitere 30, die irgendwie Zweifel haben. Und das als Bild abzubilden und dann aber zu sagen, diejenigen, die dagegen sind, sind notwendigerweise nur der radikalisierte Rand, das weise ich wirklich zurück und das lässt sich auch datentechnisch